Mit der Einführung der Bosch-Motoren und der neuen Rahmengeometrie hat Tern das Vectron für den Modelljahrgang 2019-2020 zu einem der besten E-Falträder am Weltmarkt gemacht. Mit dem Facelift für 2021 wurde das Vectron in wesentlichen Punkten aufgewertet, sowie ein entscheidender Schwachpunkt ausgemerzt. Bei letzterem handelt es sich um die bislang schlechte Zugänglichkeit der Ladebuchse des Bosch-Akkus. Wollte man nämlich den Akku direkt am Fahrrad laden, musste man umständlich fummeln und den Ladestecker schräg ansetzen und dabei die Kettenverkleidung wegdrücken, um die Ladebuchse zu treffen. Nun hat man dank Änderungen am Rahmen einen geräumigeren Zugang ermöglicht. Dies wird auf den ersten vorliegenden Fotos deutlich. Und Tern hat auch in der Presseaussendung darauf hingewiesen. Wesentlich ist zudem das Upgrade bei den Motoren. So wechselt Tern beim Topmodell Vectron S10 vom Bosch ActiveLine Plus auf den Bosch Performance Line Motor, der bis zu 65 Newtonmeter Drehmoment bietet. Beim P7i und beim Q9 kommt statt des ActiveLine Motors nun der ActiveLine Plus Motor zum Einsatz, was auch bei diesen Modellen mehr Drehmoment, nunmehr 50 statt 40 Newtonmeter und damit mehr Fahrspaß bringt. Als Control Unit kommen weiterhin die kleinen Purion Displays zum Einsatz. Bei den Akkus hängt die Bestückung stark von den nationalen Distributoren ab, wie Tern vermerkt, ist also von Land zu Land unterschiedlich. Gemäß Presseaussendung und wie auch schon auf der deutschen Tern-Webseite vermerkt, erhält das S10 nun einen 500 Wattstunden Akku. Die anderen Modelle bleiben bei der 400 Wattstunden Ausführung. Durchwegs gleich geblieben sind die Schaltungen. Beim Topmodell S10 weiterhin Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung, beim P7i Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung und beim Einsteiger Q9 Shimano Alivio 9-Gang Kettenschaltung. Auf der Website fehlen übrigens die bisher angebotenen Vectron-Modelle mit Barfunk-Antrieb, sind also aus dem Programm genommen worden. Die Listenpreise wurden erhöht und betragen nun 3.199 Euro für das Q9, 3.299 Euro für das P7i und 3.799 Euro für das Vectron S10. Dafür gibt es eben stärkere Motoren, verbesserten Rahmen und beim S10 den größeren Akku. Die ersten neuen Vectron-Modelle sollten bis Jahresende 2020 in Europa eintreffen.